Okay, ich hab's dann alles geschafft. Ich hab das viel schwieriger in meiner Erinnerung gehabt, dass ich das irgendwie viel länger hier gebraucht habe. Also, hier seht ihr, welche Karten ich benutzt habe und ja. Ich hab doch geschafft, diesen komischen Raum zu besuchen, also den Belohnungsraum da. Und ja, ich hab das geschafft, das freizuschalten. Man brauchte 33 rote Karten, 33 grüne Karten, 33 blaue Karten. Hier habe ich Urteilsspruch bekommen, dafür braucht man. Ach, wo ist das jetzt? Urteilsspruch. Da. Aero, Blinkangriffskarte, Angriffskarte. Das ist nicht so eine gute Attacke. Finde ich jetzt allgemein. Und. Bei Mogri war ich kurz. Da habe ich nichts Besonderes bekommen. Deswegen mache ich einfach mal mit der Story weiter hier. Hä? Hey Sora, warum so eilig? Dich kenne ich doch. Ach, wirklich? Du bist Riku. Ach, wer hat's gedacht? Danke, dass du dich an mich erinnerst. Ist ja auch gerade mal ein paar Stunden her, was? Ich mag auch Riku. Eigentlich auch mehr als Sora. Schon gut, alles in Ordnung. Obwohl er böse ist, manchmal. Wirst du immer noch von ihm manipuliert? Was redest du denn da? Also bei Kingdom Hearts 348 2 Days, da werdet ihr ihn richtig kennenlernen. Jetzt verstehe ich, du bist sicher der Riku aus meiner Erinnerung. Der Riku aus meiner Erinnerung? Klingt, als würdest du noch immer im Land der Träume leben. Irgendwie tue ich das doch auch. Haha, du bist und bleibst ein Kind. Wie willst du dich um sie kümmern, wenn du dich so benimmst? Wer ist sie? Du weißt also, wo sie ist? Ich... Was ist da los? Ich glaube, in diesem Part werde ich alles machen. Woher soll ich das wissen? Was es auch ist, es verheißt nichts Gutes. Ich gehe die anderen warnen. Dann sollte ich auch gehen und... Ich weiß, es ist deine Aufgabe, auf sie aufzupassen. Also los. Okay. Wo läufst du hin? Kann mir einer sagen, wo er hingelaufen ist? Hä, wo ist der jetzt hingelaufen? Ist er jetzt gerade ins Wasser gesprungen? Wenn ich mich richtig erinnere, war diese Stelle, wo umkreist mit Wasser. Ja, hier umkreist mit Wasser. Hä, wo ist denn hingesprungen? Es wäre logischer gewesen. Ach, hier ist der Mogri, wenn ihr ihn sehen wollt. Ja. Du hast keine besonderen Karten für mich, also leck mich. Mogri, leck mich. Und jetzt suchen wir uns den Belohnungsraum hier mal. Vielleicht finden wir was ganz Geiles. Oh, gleich kommt ein Bossfight, der in sich hat. Feine Elixier. Was kann denn ein feine Elixier denn? Feine Elixier. Nach stockender Angriff, Magiekartenzähler zurück. 60. Muss mir überlegen. Warte, bevor ich das mache, kann ich ihn mit dem Set hier besiegen? Warte mal, mit Mushu, und das muss ich rausnehmen. Die bringen mir in diesem Moment nichts. So, und so, Cloud bringt mir mehr was. Und Karten hinzu. Was soll ich machen? Ich habe eine große Auswahl hier. Ah, das kann man gebrauchen. Ja, den wollte ich mir auch behalten, weil der ist heftig. Wenn ich sterbe, komme ich wieder zurück. Und soll ich Vita noch reinmachen? Habe ich noch genügend Platz? 25. Ja, dafür habe ich noch Platz. Okay. Ach, egal. Warte. Nein. Was mache ich da? Verdammt. So. Ja, Leute, guckt mir gerade zu, wie ich das mache. Und ich habe da ein paar Nullkarten reingetan, weil es kommt bald ein Kampf, wo ich die Nullkarten brauchen werde. Ich glaube, 6 Stück reichen für mich. Okay, feine Elixier bekommen. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zum Bosskampf. Ja, wir brauchen den dritten Schlüssel nicht. Es kommt sofort zum Bosskampf gegen den meist anerkannten Boss. Man kennt ihn eigentlich schon von Kingdom Hearts her. Die Insel wird auseinandergerissen.
Und von dem? Vom Schattenborn. Ja, das ist das Beschissene. Da ist immer ein scheiß Gegenwind. Da muss man den Kopf runterkommen. Okay. Geschlagen. Geschlagen. Der Kampf dauert lange jetzt. Ich kann eigentlich alle seine Attacken schlagen. Wenn ich das gerade so bedenke. So, geschlagen. Hä, wie soll ich jetzt ihn angreifen, wenn ich nicht immer ihn schlagen kann? Okay, vielleicht muss ich ihn nach unten halten. Das war etwas zu spät. Okay, was will er dann machen? Das hängt davon ab. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, okay, ich muss ihn... Das war jetzt dämlich. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war dämlich von mir, dass ich jetzt Cloud benutzt habe. Der Kampf dauert jetzt etwas länger, weil er eine gelbe Leiste vom Leben hat. Ach, komm. So. Mach die andere Attacke. Gut, so. Das nicht, aber egal. Das war trotzdem gut, damit ich dich treffen kann. So, geschlagen. Wieso? So. Okay, ich hoffe, das kommt jetzt nicht sofort. Okay, ich weiß, das ist ein langatmiger Kampf, Leute. Ich weiß es. Der Kampf dauert etwas länger. Weil ich sein ganzes Leben erst wegmachen muss. Wieso habe ich das gerade geschlagen? Das muss ich eher schlagen. Das andere brauche ich ja, um ihn anzugreifen. Okay. Ich kann ein bisschen schneiden. Ich glaube, es wird auch mehr Sinn ergeben. Weil sonst wird der Part länger dauern. Greif seinen Arm an. Schön seinen Arm angreifen. So. Ich lasse es mal kurz so. Und kommt noch was. Und aufheilen. Jetzt ist er ein bisschen paralysiert. Ich glaube, ich schneide gleich den Kampf hier. Es hat eigentlich keinen richtigen Sinn, jetzt ganz beobachten zu können, wie ich herumkämpfe mit ihm. Und noch ganz simpel. Ich kann alle seine Angriffe schlagen. Das ist erbärmlich bei ihm. Es macht keinen Spaß mehr, gegen ihn zu kämpfen. Ich habe ihn viel schwerer in Erinnerung. Viel schwerer. So. Und kommt noch was? Ja, deine Faust. Okay, wir sehen uns, wenn ich ihn fast sein ganzes Leben abgezogen habe. Also bis gleich. Okay, er hat jetzt sehr wenig Leben. Er hat gar keine Chance gehabt, irgendwelche Attacken bei mir einzusetzen. Damit tut mir auch irgendwie leid. Und er war Geschichte. Oder ist Geschichte eher. Ey, der war so ein einfacher Boss. So einen einfachen Boss habe ich noch nie gesehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man bei ihm verlieren kann. Wenn man genügend Nullkarten hat, hat man eigentlich schon gewonnen bei ihm. Und ja. Erstmal KP alles steigen. Die 350 reichen eigentlich für mich. Ich muss auf sie aufpassen. Jetzt wird irgendwas erhöht. Namine, hörst du mich? Ja, irgendwie auf Kairi achtet keiner. Namine? Sora, du bist gekommen. Namine, endlich. Ich habe so viel durchgemacht, um dich zu sehen. Das gleiche könnte ich auch von mir behaupten. Aber was ich getan habe, war falsch. Ich wollte dich sehen, aber nicht so.
Wie meinst du das? Verdammt, ich habe MSN angelassen. Wartet. Okay, ich war so lang allein, ich konnte es nicht ertragen. Also habe ich dein Herz gehoben und dich hergebracht. Und ich bin so glücklich, dass du mich gefunden hast. Aber dein Herz, ich... Nein, schon gut, ich habe versprochen, dich zu beschützen. Deshalb bin ich hier. Ach, Muskelkater. Ich bin dir so dankbar, es tut mir leid. Ach, Sora. Ich habe hier eigentlich nichts verloren. Sie hat recht. Zwei Naminis? Namine? Das bin ich nicht. Dein Herz schlägt nicht für mich. Kein Herz schlägt für mich. Das war schon immer so. Was redest du denn da, Namine? Was ist in dich gefahren? Oh, oh. Wir waren unzertrennlich, aber dann habe ich dich verloren. Ich bin gekommen, um dich nie wieder zu verlieren. Wirklich? Bist du wirklich meinetwegen gekommen? Aber natürlich, ich mag im Schloss vieles vergessen haben, aber doch nicht dich. Schau mal, den hier hast du mir geschenkt, oder? Du hast ihn noch? Meinen Glücksbringer? Nein, Sora, glaub mir nicht. Was soll ich bloß tun? Denk nach, Sora. Denk an den Menschen, der dir am wichtigsten ist. Siehst du diesen schwachen Schein tief in deinem Herzen? Das ist ein Teil deiner Erinnerung, Sora. Erwecke sie. Auch wenn das Licht langsam schwindet. Die Stimme deines Herzens wird es stets erreichen. Gleich kommt ein geiles Bild. Aber ich weiß bereits, wer mir am wichtigsten ist. Du, na... Richtig. Wer... Ja, das war Kairi. Wer war das? Ich erinnere mich nicht an sie, aber sie war mir so vertraut. Wie konntest du sie eigentlich vergessen, verdammt? Hat er nicht am Anfang des Spiels gesagt, man vergisst niemals seine engsten Freunde? Sieht man ja. Warte, was ist mit Namine? Wo ist sie hin? Sternentreue halten. Sternentreue ist ein Schlüsselschwert. Kann ich euch zeigen hier. Momentan eine gute eigentlich. Sternentreue hier. Yep. Warte mal, wie sieht mein Set eigentlich aus? Wo ist Oogie Boogie? Ah, da bist du. Geht klar. Den muss ich auch am Anfang des Kampfes gleich benutzen. Karten weg ist eher das hier. Karten hinzu, ich brauche ein paar Neuner. Ah, verdammt, ich habe zu viele. Karten weg. So geht es doch. Okay. Okay. Speichern wir mal. Ich muss das kurz wegmachen. Das regt mich jetzt irgendwie auf, dass ich jetzt diesen dummen Fehler gemacht habe. Ach, die kann ich eigentlich gleich wegwerfen. Momentan brauche ich die auch nicht. Bei dem Kampf, der jetzt kommt, brauche ich keine Kombos. Eher nur sehr viel Geschick und sehr viel Mut. Und wir sehen uns gleich wieder. Puh, jetzt kommt ein schwieriger Boss. Der wird heftig. Namine! Okay, jetzt kommt ein heftiger Bossfight. Du bist es nicht. Der Mensch, der mir am wichtigsten ist, bist du nicht. Bist nicht du. Nein. Das Mädchen, das dir so sehr am Herzen liegt, das immer bei dir war. Das bin nicht ich, sondern sie. Aber wer ist sie? Ihr Name fällt mir einfach nicht ein. Wenn sie mir so viel bedeutet, wieso erinnere ich mich nicht? Weil ich deine Erinnerungen eingedrungen bin und... Ich werde dir das erklären. Es ist ganz einfach, dein Gedächtnis trügt dich.
Nicht du bist derjenige, der sich um Nami kümmern soll, sondern ich. Aber du und deine wirren Erinnerungen kommen mir immer in die Quere. Voll die Erklärung, sage ich mal. Okay, der Kampf wird etwas dauern. So. Wenn er diese komische Attacke macht, das ist das Ekligste. So, geschlagen. Nein, du killst das nicht voll. Wieso triffst du ihn nicht? Okay. So. Ich habe jetzt ein extra Leben. Das kann er mir jetzt nicht streitig machen. Wenn ich jetzt verliere. So. So. Okay, ich brauche mal. Ja, du kannst deine Scheiße sonst wohin stecken. Ich hasse das, dass er mich betäuben kann hier. So. Deswegen soll man 0 Karten haben. Okay. So, so und... Ich weiß nur, dass ich das erste Mal, als ich gegen ihn gekämpft habe, keine Nullkarten hatte. Ich war so abgelost. Hallo? Oh, meine Karten wieder. Ach, gut. Gott sei Dank hier. So, das machst du nicht. Wartet mal. Okay, kurz was gemacht. So. Haben. Mich triffst du nicht, du Bastard. Okay. So. Bevor du irgendwas machen kannst, verprügel ich dich, Mann. Du nervst mich sowieso am Anfang des Spieles. Du und deine Scheißlaune. Deine hässliche Laune, weil du immer Nami beschützen sollst. So. Okay, da habe ich noch eins. Okay, okay, okay. Ach, den habe ich jetzt
Ich hab den. Ich hab ihn, Rick. Ich hab ihn wirklich. Er hat gar keine Chance mehr, irgendwas bei mir zu machen. Ach, wieso hab ich ein Safe Set gemacht? Ich musste mir sicher sein. Doppelt hält besser. So. Ich habe sowieso gewonnen. Er hat gar keine Chance mehr zu gewinnen. Ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln. So. Und das war Riku. Hey. Wenn man 0 Karten hat, hat man die besten Chancen. Ich kann mich bewegen. Okay. Riku? Willst du noch mehr? Hä? Ich hab ihn doch verprügelt, hallo? Sora! Riku, warum? Sieht aus, als würde ich gewinnen, Pussy. Hört auf, Riku, nein! Du bist erledigt. Du miese Fälschung. Aufhören, habe ich gesagt. Klack. Riku? Riku, Riku! Was hast du getan? Was hast du Riku angetan? Oh nein, sag jetzt nicht, es geht einfach so weiter. Sie hat ihm das Herz gebrochen. Sie hat es regelrecht zertrümmert. Bitte lass mich doch irgendwie speichern, hallo? Zertrümmert? Aber das heißt ja, dass er... Ahaha. Was ein Spaß, dir zuzusehen. Mach dir keine Gedanken mehr um Riku mehr. Riku war nie hier. Was soll das heißen? Wie soll sie verraten? Also ich weiß nicht. Und mir den ganzen Spaß verderben? Lass die Spielchen. Na gut, wie du meinst. Es wird dich zwar umbringen, aber damit kann ich leben. Was da liegt, ist eine Puppe aus Wechsels Werkstatt. Nur ein schlechtes Spielzeug. Eigentlich ist es zum Lachen. Die Fälschung hat dich als solche bezeichnet. Eine menschliche Puppe. Eine Fälschung? Ein falscher Riku? Eine Fälschung in jeder Hinsicht. Sie ist gerade erst fertig geworden. Und wie konnte sie sich ohne Vergangenheit an etwas erinnern? Ihre Erinnerungen an Namine wurden ihre Erinnerungen, oder eher seine Erinnerungen, oder Riku in dieser Version ist ein weiblicher Riku, künstlich eingepflanzt. Ständig hat sie nur wegen falscher Erinnerungen einen Streit mit ihr angefangen. Wieso sie immer? Ist das eine Frau? Hab ich recht, Namine? Hinter der Maske deines niedlichen Gesichts tust du schreckliche Dinge. Ich glaube, ich mache gleich mal die Heizung an. Mir ist richtig kalt. Nein, nicht Namine. Du bist so dumm. Kapierst du es nicht? Viel mehr als in anderer Leute Erinnerungen herumfuschen kann sie nicht. Sie schleicht sich in die Herzen der Menschen und ordnet ihre Erinnerungen neu. Wenn sie will, kann sie selbst Erinnerungen an nie Geschehenes erzeugen. Das Mädchen, das du bis auf den Tod beschützt hättest, ist eine manipulative Hexe, die die Herzen der Menschen an falsche Erinnerungen kettet. Dann ist meine Erinnerung alles, woran ich mich erinnere. Alles nur Lügen, eine von allen erzeugte Illusion. Dich mit deinen eigenen Erinnerungen in Ketten zu legen, war Ziel unserer Falle. Es verzückt mich jetzt noch, wenn ich daran denke, welche leichte Beute du warst. Es war die Gelegenheit, den Meister des Schlüsselschwertes zu unserer Marionette zu machen. Aber dieser Idiot von Axel hat Namine benutzt, um alles zunichte zu machen. Er hat uns verraten. Das wirst du mir büßen. Nicht! Wie bitte? Ist es nicht etwas spät für eine schuldgefühle Hexe? So viel weiß ich. Hast du ihn in diesen Schlamassel gebracht? Ich weiß, aber... Ich sollte dir sagen, dass ich extrem schlechte Laune habe. Ich habe meine Tage, aha. Du hast alle unsere Pläne zunichte gemacht. Bitch Slap. Namine. Was? Höre ich da Verzweiflung? Du kennst sie doch nicht mal. Mag sein. Aber ich habe ihr trotzdem versprochen. Ich habe Namine versprochen, sie zu beschützen. Vielleicht sind meine Erinnerungen nicht echt, aber sie gehören mir und ich werde ihnen treu sein. Bisschen dämlich, aber jetzt nützt was.
So ein Idiot. Da muss ich mal Laxin in, zustimmen. Er hat nie ein Versprechen. Es hat nie ein Versprechen gegeben. Du verblendeter. Du musst denn immer den Helden spielen? Wie dem auch sei, es ist dein Begräbnis. Gute Nacht, du Schwindler. Yay, Goofy und so. Ich dachte, die können kein Vita mehr und alles. Du musst aber zuerst an uns vorbei. Yay, Goofy, beste Aktion gewesen. Donald, Goofy, ist er wieder da? Natürlich sind wir wieder da. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir wollten dir nicht den ganzen Spaß allein gönnen. Stimmt, wir drei waren doch immer zusammen. Und werden es auch immer sein. Kapiert, Laxi? Oh, ich habe gerade Gänsehaut. Ihr meint, euer dreifaches Leid bedeutet mein dreifaches dreifache Freude. Okay. Eine Masochistin. Wie im Buche steht. Die ist eigentlich viel leichter als Rico, werde ich mal sagen. Weil... So. Das gleiche System... Das einfach das gleiche machen wie bei Riku. Triffst du sie? Dankeschön. Okay. Boah, Donald! Danke, Mann. Hasse diese. Hallo, warum schubst du mich weg? Ich dachte, du ziehst mich an. Wartet. Okay, okay. Hat er mich jetzt geheilt? Ja, nein. Okay, danke schön, Mann. Oder danke, danke. Ich hasse diese Schlampe, weil die so ekelig ist. Vom Charakter und vom Aussehen. Okay, vom Aussehen nicht so sehr. Okay. Ich hasse. Ey, wieso kann sie so oft angreifen? Das verstehe ich nicht. So. Wieso triffst du sie nicht? Okay, komm. Ach, komm, 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 den schaffe ich noch. Die schaffe ich noch hier. Warum schwebst du eigentlich da oben? Wieso habe ich gerade einfach die Luft angegriffen? Thank you.
Okay. Hä? Ich komme hier durcheinander bei der Tastatur. Okay. Ach komm. Das war knapp. Das war echt jetzt knapp, Mann. Verfickte Schlamm. Ach, stirb doch, verdammte Kackbratze hier. Hier, deine 1000 Kombos kannst du sonst wohin stecken, Mann. Okay, aufheilen, aufheilen, aufheilen. Wo sind Goofy und Donald, verdammt, wenn man die braucht? So. Komm, komm. Ja, verdammte Scheiße nochmal. Verfickte Bitch. Ja, Mann. Endlich geklärt hier. Jetzt weißt du, wer der Herr da im Haus ist. Schlampe. Nein, nein! Ich weigere mich, gegen einen Haufen Versager zu verlieren. Ich schwinde dahin. Nein, so habe ich mir das nicht. Ich kann das nicht zulassen. Verschwinde einfach. Kackbratze der Natur. Hey, du musst Namini sein. Wir sind Freunde von Sora. Ich bin... Du bist Goofy, ich weiß. Und das ist Donald. Was? Woher weißt du das? Glückwunsch, Sora. Endlich hast du deine Freundin gefunden. Wirklich? Seid ihr euch ganz sicher? Wo soll ich anfangen? Namini, ich weiß, dass es einfach ist. Aber sag uns bitte, was hier los ist. Kein Problem. Schließlich ist hier alles meine Schuld. Kleine Geschichtsstunde. Kleine Geschichtsstunde vorbei. Ich habe die Menschen und Erinnerungen in Soras Herzen genommen und sie mit der Zeit durch falsche Erinnerungen ersetzt, die ich erzeugt habe. Also war Soras Versprechen, dich zu beschützen, es war eine Lüge. Sora hat mir nie etwas versprochen und auch, dass ich auf der Insel war, ebenso gelogen. Wir sehen uns hier zum ersten Mal. Ich war nie mit Sora befreundet. Das war's. Du warst nie der Mensch, der mir am wichtigsten ist. Es tut mir leid, in deinen wahren Erinnerungen kam ich nie vor. Dann bist du also schuld, dass auch wir anderen unser Gedächtnis verloren haben? Kriegen wir es je wieder zurück? Nicht gleich. Wenn wir in den 13. Stock gehen, kann ich alles hinbiegen. Aber Malusia ist das der, der ich dazu gebracht hat, unsere Erinnerungen zu manipulieren? Er sagte, er würde mich für immer in diesem Schloss einsperren, wenn ich mich weigere. Ich bin schon so lange hier. Alleine. Dann hast du es also getan, weil du einsam warst. Es tut mir so leid. Ey, so ein Mädchen muss man echt vergeben. Das muss es nicht. Bitte weine nicht. Ich weiß, ich habe kein Recht dazu. Nein, so meine ich das nicht. Hör mal, ich find's zwar nicht gut, was du mit meinen Erinnerungen angestellt hast. Aber weißt du, richtig böse kann ich dir auch nicht sein. Kurze Erklärung, Sora. Diese Erinnerungen, die du mir gegeben hast, sind zwar nicht echt, fühlen sich aber richtig an. Genau wie mein Versprechen. Ich habe versprochen, dich zu beschützen. Dich nicht zu weinen zu bringen. Und wenn du jetzt weinst, fühle ich mich schuldig. Als hätte ich dich im Stich gelassen. Also bitte weine nicht und entschuldige dich nicht. Bis ich mein Gedächtnis wieder habe, lächle. Lache, sei glücklich. Das macht es einfacher. Sora.
Goofy, findest du nicht, dass Sora ein bisschen dick aufträgt? Weiß nicht, das ist halt Soras Art, mit Mädels umzugehen. Aha, Playboy. Gigolo. Seid still, ihr beiden. Ich dachte, ihr hättet euer Gedächtnis verloren. Freunde vergessen solche Sachen nicht. Das reicht jetzt aber. Na los. Na also, das ist die Namine, die ich kenne. Ich fand es immer schön, wenn du lächelst. Ich meine, in meiner falschen Erinnerung. Aber sie jetzt viele ist nicht falsch, sondern echt. Du bist lieb, Sora. Liebeserklärung, hey. Wir haben noch viel zu erledigen. Ja, holen wir uns unsere Erinnerung zurück. Malusche ist da oben, also bleibst du besser hier, Namine. Goofy hat recht, könntest du bitte Rico im Auge behalten? Wir holen dich hier ab, wenn alles vorbei ist. Okay. Seid vorsichtig, Sora. Ach, gleich geht es los mit der letzten Welt. Das mache ich im letzten Part. Part 13. Ey, das passt richtig zur Organisation 13. Perfekt. Klar. Ja, na klar, versprochen. Ey, das muss ich echt bringen. Part 13. Memoir erhalten. Sagst du noch irgendwas? Okay. Du bist ein netter Kerl, Sora. Warum? Ist ein Geheimnis. Und weißt du, was ist, wenn wir gegen Axel und Manusche kämpfen müssen? 13. Stock. Wieso seid ihr so schnell? Bist du nett? Ja, ist klar. Dankeschön, dass du sagst, dass ich ein netter Kerl bin. Okay, Memoir bekommen. Memoir. Das ist das hier. Okay. Und gehen wir mal hier rein. In die neue Welt. Wer hat mir den hier gegeben? Hast du das schon wieder vergessen oder was? Ah ja, er hat es längst vergessen. Es bringt nichts. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich erinnere mich nur an Namine. Erinnert ihr euch denn noch an irgendwas anderes? Nein, an gar nichts. Ich glaube, Goofy und ich suchen auch noch eine wichtige Person. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Wie heißt du? Weißt du, ich habe da so ein klitzekleines bisschen Angst. Haben die auch den König vergessen, oder was? Dann versprechen wir uns was. Hä? Was du vorhin gesagt hast, hat mich auf eine Idee gebracht. Es ist einfach, sich schaurigen Dingen zu stellen, wenn man einen Versprechen festhält. Wir werden also mutiger. Das ist eine tolle Idee. Und was sollen wir uns versprechen? Wir gehen alle feiern, nachdem wir das alles erledigt haben. Hey! Tolle Motivation, ganz einfach. Egal was passiert, selbst wenn wir getrennt werden oder einander vergessen. Wir bleiben immer Freunde. Einer für alle, alle für einen. Das ist ein Versprechen. Flosse drauf. Hey! Triogramm. Triogramm ist eine gute Attacke. Castle Oblivion, Schloss des Infalls. Triogramm ist eine Attacke, das sich in sich hat eigentlich. Was eigentlich? Eigentlich schon. Das hat sich richtig... Hä, wo ist das? Triogramm. Triogramm, wo bist du? Sehe ich dich irgendwie gerade nicht. Also hier ist es. Liebe Angriffskarte, Donut und... Ja. Das zeige ich euch gleich mal. Und die Gegner hier sind alle gleich. Hier kein Unterschied vom Gegner her. Okay, dann haben wir die erste hier schon. Und hier sind neue Gegner. Habe ich total vergessen, dass die noch hier sind. Okay, jetzt brauche ich noch Donald. Donald, wo bist du denn? Aber bevor ich gegen den Endboss kämpfe, muss ich noch kurz mein Versprechen anhalten, was ich auch einem vom Abonnenten gesagt, versprochen habe, dass ich die Reisekunde zeigen werde. Ja, gib mir die Reise. Don. Hä?
Hä, wo, hä? Wo ist Goofy hin? Ja, mit euren Sanji-Kicks könnt ihr mir sonst wohin mal. Und die haben auch sehr viel LP. Die Kämpfe werden auch länger dauern, aber wenigstens kann ich euch dann das zeigen. Zum Glück zeige ich dann, sonst hätte ich es total vergessen, dass sie noch hier existieren, diese Gegner. Wieso kommt kein Donald, verdammt? Einfach perforieren. Ich glaube, bevor ich mit dem Level hier fertig bin, habe ich ein höheres Level, als ich davor gespielt habe. Hier, Kreuzhieb. Okay, Donald haben wir schon. Jetzt müssen wir nur auf Goofy warten. Jetzt brauche ich nur noch Goofy. Ich brauche einen kleinen Goofy, dann geht es. Dann seht ihr euch eine sehr heftige Attacke, würde ich mal sagen. Die hat sich in sich. Also die hilft mir in diesem Level richtig. Sonst hätte ich noch eine ganze Mushu einsetzen müssen oder Umnischlag, so gesagt. Ah, da ist Goofy. Jetzt seht euch mal die Attacke an. Triogramm in die Mitte. Und alle Gegner sind tot. Ja. Instant Death, würde ich mal sagen. Was willst du eigentlich von der Ecke? Du kannst sowieso nicht mal angreifen. So. Okay. Die Gegner haben wir schon längst gesehen, also ist kein Problem. Triogramm wollte ich noch kurz euch zeigen. Danach werde ich sowieso einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part. Den 13. Part passt auch zu der Organisation 13. Also den Teil mit Sora. Und wir... Warte mal. Weltkarte. Wie groß ist die Welt? Ha. Ich habe mir einiges vor hier, Leute. Ich habe mir was einiges vorgenommen. Ach, das wird so ein Spaß. Das wird so ein Heidenspaß. Okay, wir sehen uns im nächsten Part.